Und damit herzlich willkommen zu Gold Treasure Part. Ich muss mal kurz zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gold Treasure Part 6. Ja, das ist das erste Gold Treasure Video, was kein Thumbnail zum Spiel hat, da es eine Überraschung sein soll. Und ja, es ist jetzt auch hoffentlich gelungen. Das Bild ist zwar jetzt halt nur ein Fragezeichen, ist klar, das habe ich einmal, glaube ich, mal benutzt in einem Umfragevideo, genau, oder zweimal sogar. Aber jetzt habe ich mir entschlossen, mache ich einfach mal so ein Überraschungspaket daraus, mache ich einfach mal Fragezeichen, ja. Und habe im Titel so eine kleine Andeutung geschrieben, was es sein könnte. Und wir drücken einfach mal auf Start. Ah, wie schön, das geht gar nicht. Okay, das geht nicht. Warum auch immer das nicht geht. Ah, nein, sag mir jetzt nicht, da unterstützt du den PS3-Controller. Sag mir nicht, da unterstützt du den PS3-Controller. Doch, er unterstützt den PS3-Controller. Scheiße. Was sollen wir da nur machen? Ich will... Es geht echt nicht. Warum geht das nicht? Das ist jetzt echt ein bisschen doof. Nee, der will den PS4-Controller nicht annehmen. Das ist natürlich ein bisschen schade, denn mein PS3-Controller ist ein bisschen buggy. Das ist aber bei einem anderen Spiel auch schon so der Fall gewesen, als ich das nochmal gespielt habe. Mein Gott, ist das Spiel laut. Wir nehmen den Speicherstand. Ja, ja, weiter, bla bla. Ich möchte erstmal in den Optionsmodus. Geht das? Ja, geht. Wunderbar, ey. Ja, okay, man sieht schon, das Spiel ist richtig alt. Die Grafik auf der PS3 ist natürlich nicht ganz so geil. Die Kantgeltung ist übelste Scheiße. So, Audio. Dialoge sollten wir mal immer laut haben. Aber der Rest eher nicht so. Ich werde mal hier das Spiel noch ein bisschen lauter machen, glaube ich. Oder reichen 17? Ich weiß es nicht, wie es ist. Ich lasse es erstmal so. Untertitel ja. So, ich hoffe, er hat es gespeichert. Ja, er speichert gerade. Das ist schön. Steuerung. Warum kann ich... Spieloption. Kann ich irgendwas... Nee, okay, gut. Alles klar. Wir spielen natürlich den Story-Modus. Nein, wir spielen auf normal. Ja, ja. Nein, es ist ein bisschen zu hell. Ich mache sogar noch extra ein bisschen dunkler. Obwohl, für YouTube das sollte man wirklich ein bisschen heller machen. Und jetzt startet die Zwischensequenz. Viel Spaß. Aufwachen, Mr. Wayne. Wir haben viel zu besprechen. Strange? Damit kommen Sie nicht durch. Das bin ich schon längst. Hier ist Vicky Vale. Ich melde mich live aus Arkham City, dem umstrittenen Supergefängnis im Herzen Gothams. In wenigen Momenten wird Bruce Wayne erklären, wieso er sich plötzlich so sehr für Lokalpolitik interessiert. Der berüchtigte Playboy und Millionär hat sich vorher noch... Vicky. Millionäre sind doch völlig out. Ich nehme an, Sie hielten sich für unantastbar. Ja, wie Sie bemerkt haben dürften, ist niemand unantastbar. Vielen Dank. Danke, Gotham. Hinter diesen Mauern hier tragen Bandenführer inmitten unserer einst großartigen Stadt einen blutigen Krieg aus. Jeder Insasse aus der Arkham-Anstalt und dem Gefängnis von Blackgate wurde in diese Anlage verlegt. Wie soll das einen Beitrag zur Sicherheit von Gothams Bürgern leisten? Schließen Sie Arkham City. Es ist außer Kontrolle. Ich soll es schließen? Spätestens morgen bin ich ein Held. Genau wie Sie, Batman. Von heute an unternehme ich alles, um Arkham City zu schließen und Gotham wieder sicher zu machen. Umstell ihn! Los, Hände hoch, Wayne! Wir haben Wayne! Ziel gesichert! Ich muss mich wohl bedanken. Bruce Wayne ließ sich so viel leichter fangen als Batman. Und jetzt, da wir sie haben, kann Protokoll 10 beginnen. Es wird mein Erbe sein,
ein Sinnbild ihres Scheiterns. Und falls sie versuchen, mich aufzuhalten, werde ich allen ihr Geheimnis verraten. Neue Insassen, ihr gehört mir. Ich möchte mich vorstellen. Ich bin Professor Hugo Strange und ich leite die Arkham City Besserungsanstalt. Bis heute haben sie jeglichen Respekt für das Gesetz, die Gesellschaft und sich selbst vermisst. Verdammt, was soll das werden? Hast du gedacht, wir hören dich nicht? Helf mir! Was soll das werden? Hilfe! Sie haben das Recht auf ein normales... Willkommen, Arkham City, Wayne. Was machst du hier, Wayne? Wohl den Butler umgelegt, was? Du wirst hier drin sterben. Du wirst mir die Seife aufheben, Wayne. Du gehörst mir. Wieder auf den Boden. Worauf wartest du noch, Wayne? Reihe A, vorwärts. Willkommen in Arkham City und willkommen in bei Batman Arkham City. Meine lieben Freunde, ja, ihr hättet wahrscheinlich gar nicht gedacht, dass ich ein Batman-Spiel habe. Wartet mal. Ich werde das doch nochmal ein bisschen runterstellen. Aber ja, ich habe ein Batman-Spiel. Nur leider nicht Arkham Asylum, aber Arkham City finde ich weitaus besser als Asylum. Vom Sehen her. Dann gibt es ja noch Arkham Origins, Arkham... Noch irgendein Arkham-Teil gab es und dann noch Arkham Knight, was ja richtig scheiße sein soll. Also für die PCs auf jeden Fall. Für die Konsolen soll es ja... Es ist halt normal, glaube ich, war so der Fall. Aber ich habe nur ein Batman-Spiel, so viel sei gesagt. Und das ist Arkham City, weil ich davon ziemlich geflasht war früher, weil ich dieses Kontersystem ziemlich cool fand. Und die ganzen Attacken und alles und die offene Welt fand ich früher auch sehr, sehr stimmig mit den ganzen Superschurken. Also von daher habe ich nur Arkham City. Ja, keine Sorge, es kommt im nächsten Jahr kein Batman-Teil. Aber ab diesem Punkt... Außer mit ein paar Ausnahmen noch, weil ich diese Sachen nicht mehr spielen will danach. Sind diese Spiele jetzt Let's Playbar, wenn ihr unter die Kommentare schreibt, ja? Schreibt einfach, dass ihr das sehen möchtet. Und am Ende dieser langen Reihe werde ich mal schauen, was ich davon Let's Playen werde. Ja, bin ich schon sehr gespannt. Okay, weiter geht's. Leg den Stuhl weg. Dafür krepierst du. No! Soll ich hier lang oder da lang? Zwei, geht aus dem Weg. Wayne, schwing deinen Arsch hier hoch. Was geht dich das an? Bruce Wayne, du stehst auf meiner Liste. Deine Kiefer. Na los! Hey. Oh, wenn du Ahnung hättest, ey. Du hast ja keine Ahnung. Die Waffen runter. Mr. Wayne wird uns keinen Ärger bereiten. Nicht wahr, Mr. Wayne? Die Handschellen können dranbleiben. Wir wollen es ja nicht zu leicht machen. Stimmt's? Die Türen schließen. Fertig machen für Einlass. Ich kann nicht glauben. Neuer Gefangenentransport. Bruce Wayne? Na klasse. Gerade noch berichte ich über Ihre lausige Pressekonferenz. Jetzt sind wir beide hier. Das wird Ihnen eine Lehre sein, sich nicht mehr in die Politik einzumischen, was? Hören Sie mir gut zu. Wenn die Tür öffnen, Ruhe bewahren. Bleiben Sie in meiner Nähe. Von einem, der noch nie gekämpft hat, lasse ich mir ganz sicher keine Ratschläge erteilen. Ruhe bewahren. Sie versuchen uns Angst einzujagen. Sorry, Mann. Jeder ist auf sich allein gestellt. Hört sich das an! Bitte, Wayne! Au! Au! Wayne, helfen Sie mir! Ah, jetzt auf einmal kann ich helfen, ja? Ah, wunderbar. Ich liebe das. Aufstehen, Ryder. Ich sagte, aufstehen. Wen haben wir denn da? Willkommen in der Hölle, Brucey Boy. Ah, voll auf dem Hinterkopf, ey. Gute Nacht. Ich hasse den Pinguin. Hallo, Mr. Wayne. Oh, was ist los?
Soll ich Ihren Butler rufen? Cobblepot. Sie erinnern sich. Ich bin gerührt. Ihre Familie hat meine zerstört, Wayne. Das, nun ja, nennen wir es doch ganz altmodisch Rache. Tja, ihr könnt nix. Boah, guckt euch an, wer ihn sich befreit hat. Ihr seid so am Arsch. Bam, zack. Ey! Boah, voll gegen den Müll. Boom. Ah, ich liebe dieses Core, ich liebe dieses Kämpfen einfach. Schön. Macht echt Bock wieder. Kann ich Alfred nicht kontaktieren? Ich muss weiter nach oben. Kann ich mit denen nicht irgendwas hier tun? Jawohl. Das hat er verdient, die Sau. So, halten, um zu klettern. Okay. Hier hoch? Nee. Hier? Ach, oh lol, da ist eine Leiter. Okay. Kamera ist aber auch sehr, sehr nah dran. Okay, Leitern klettert er von alleine hoch, okay. Interessant. Ne, doch nicht. Alfred, hast du meine Position? Gerade gekommen, Sir. Es gab mehr Interferenzen als sonst. Ich benötige einen sofortigen Abwurf auf dem Dach von Ace Chemicals. Ich bin auf dem Weg dorthin. Alles klar, Ace Chemicals, ja. Okay. Na dann klettern wir mal ein bisschen. Ich habe in den Abendnachrichten gesehen, wie sie abgeführt wurden. War es die ganze Zeit über Teil ihres Plans, sich festnehmen zu lassen? Nicht ganz. Obwohl mir das ein Vier-Augen-Gespräch mit Hugo Strange verschafft hat. Und wie verlief es? Gar nicht gut. Er weiß, dass Bruce Wayne Batman ist. Außerdem hat er mir gesagt, dass ihn etwas namens Protokoll 10 berühmt machen wird. Ich kann Arkham City nicht verlassen, bevor ich weiß, was es ist. Ach ja, für die Batman-Spiele nicht kennen, ihr habt so einiges verpasst. Mindestens eins müsstet ihr gespielt haben. Mindestens eins. Und wenn dann auch das hier, weil das ist so, ich finde das hier echt cool. Bei Arkham, oh, was ist denn da los? Bei Arkham, Knight, was ja das neueste Ableger ist, da stört mich das Autofahren, das Batmobil. Hier ist es alles noch so schön offen, riesig, aber auch halt, ja, nichts mit Fahren und alles, sondern auch schön mit den Greifhaken. Und das war damals eines der ersten Spiele, mit unter anderem, was ich auch von Game One gesehen habe und es mir dann sofort geholt habe, weil ich es einfach so geil fand. Und ja. Jetzt kriegen wir unseren geilen Anzug. Guckt euch an. Wie er uns anlacht. Ich bin Batman. Ich bin Batman. I am the Fledermaus. Ja, Fledermaus. Der Lederlappen. Alfred, ich habe einer Tigerwache einen Codeschlüssel abgenommen. Ich werde mich in ihr Kommunikationssystem hacken. Stimmt, haben wir gemacht ganz zu Anfang. Alle Einheiten, hier Air Tiger 4. Die Gefangene 4011 ist im Gerichtsgebäude. Ich wiederhole, Catwoman ist im Gerichtsgebäude. Ist sie in Gefahr? Bestätigt. Zielperson ist in der Gewalt von Dent. Wir glauben, dass er sie töten will. Wie sollen wir vorgehen? Schon gut. Lassen wir Two-Face den Spaß. Verstanden. Das klingt nicht gut. Nein, tut es nicht. Mr. Dents Vorliebe für das Binäre dürfte Miss Kyle gar nicht gut bekommen. Wenn es in Arkham City eine Person gibt, die weiß, was gespielt wird, dann ist sie es.
Finde ich auch sehr, sehr cool. Ich muss nach Catwoman suchen. Wie die am Anfang einfach immer alle Charaktere mal zeigen. So Catwoman, hier Two-Face, Pinguin, Hugo Strange. Da kommen noch so einige vor. Oh, und hier das Gleiten wunderbar. Oh, Kacke. Das finde ich schon sehr, sehr cool. Und natürlich gibt es auch hier einige Sachen optional. Wie zum Beispiel auch die Riddler-Rätsel. Hier zum Beispiel. Das hier müsste noch leicht sein. Oh, nein, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Da kann man doch einfach hinrennen, oder? Zack. Hallo, Dark Knight. Fandest du das einfach? So war es auch gedacht. Es war nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Du wirst bereuen, dass du mich hereinlegen wolltest. Du wirst meine Rätsel lösen und meine Trophäen sammeln. Du willst es vielleicht nicht, aber du musst. Es ist eine Frage von Leben und Tod. Ja, habe ich auch nie geschafft. Aber ich bin sehr, sehr weit gekommen mit den Riddler-Rätseln. Und auch der Riddler, genau. Auch schon wieder ganz am Anfang eigentlich vorgestellt. Hier können wir gleich einen Sprungangriff machen, was wir jetzt einfach mal machen. Aber der steht natürlich wieder auf. Und das Kontern ist auch super easy. Das wird später aber noch ziemlich schwer. What the fuck? Was habe ich da gerade aktiviert? Warum bitte? Um alles in der Welt hatte ich gerade diese Vision an. Ach so, ich komme immer... Hallo, kannst du mal aufhören damit, mit der scheiß Vision? Oh, da sind ja noch ein paar. Au, du hast mich getroffen. Willst du mich verarschen? Du hast mich... Du willst mich... umlieten? Alter, diese scheiß Vision. Deswegen spiele ich nicht mit meinem PS3-Controller so gerne. Weil, ihr seht es ja selber. Was ist das denn? Jetzt habe ich hier auch noch irgend so ein Gel versprüht. Oh. Nein, lass los. Ach ja. Das verstehe ich einfach nicht. Dieser Controller, ne? Jetzt drücke ich gerade den L3-Button. Jetzt passiert es nämlich nicht, ist klar. Ja, manchmal muss man den echt einfummeln. Das ist echt ein bisschen ätzend. Verstehe ich echt nicht. Ich mag meinen Controller nicht mehr. Ist auch echt schade. Mit dem bin ich schon durch so viele Spiele durchgegangen. Insbesondere diesen hier. Catwoman, wir kommen! Oder auch nicht. Na, da wird es wohl auch nicht gehen. Wir gehen mal oben lang. Oben ist immer eine bessere Alternative. Ne, hier auch nicht. Hier vielleicht? Oh ja, Cutscene. An diesem Ort kann man nur überleben, wenn man sich ein wenig Respekt verschafft. Oh, nicht. Sie verschafft uns diesen Respekt. Zeigt ihnen, wie die Dinge bei uns laufen. Doch wir sollten fair sein. Das ist immerhin ein Ort des Gesetzes, nicht wahr? Scheiß aufs Gesetz. Töte sie und alle fürchten uns. Vorhang auf für die Angeklagte! Du verstehst es echt, ein Mädchen hängen zu lassen, Harvey. Hey, warst du etwa beim Schönheitschirurgen? Das war dafür, dass du uns bestohlen hast. Niemand bestiehlt uns. Tut mir leid, ich war ein böses Kätzchen. Bind mich los, ich verspreche dir, ich mach's wieder gut. Mal sehen, ob die Münze glaubt, dass du die Wahrheit sagst. Das Gericht tagt jetzt.
Okay, Two-Face ist echt schon wirklich sehr, sehr seltsam. What the fuck? Ich muss den Kerl mit der Kanone ausschalten. Wenn der weg ist, ist der Rest im Raum ein Kinderspiel. Willkommen, Insassen von Arkham City. Es ist schön, so viele neue Gesichter im Publikum zu sehen. Neue Gesichter für die Gang. Heute stellen wir jeden von euch vor die Wahl seines Lebens. Lauf, lauf doch hier! Unser Freund Batman ist hier! Zack! Jetzt kriegt ihr auf die Fresse! Oh, der hat mich geschlagen. Schon wieder das. Was soll das? Alter. Toll. Diese Scheiße hat mir gerade den letzten Kill versaut hier. Für einen Vollstreckungsaufschub. Keine Knarre, hab? So ein Jammer. Das hier wird ganz schön wehtun. Ich hab noch eine, du Schlappe. Und ich hab immer gedacht, Katzen hätten neun Leben. Lass dich nicht so hängen, Harp. Komm zum Kätzchen. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du voller Überraschungen steckst? Ich dachte, du könntest Hilfe gebrauchen, Selina. Ja, und wie? Ich glaube, ich habe mir vorhin einen Nagel abgebrochen. Sehr lustig. Und was willst du, Mr. Detective? Protokoll 10. Was weißt du darüber, Selina? Nie davon gehört. Das hilft mir nicht weiter. Was ist mit Strange? Ich traue ihm nicht. Erst war er jahrelang verschwunden, dann taucht er wieder auf und man macht ihn zum Chef von Arkham City. Er arbeitet angeblich mit Joker zusammen und hat sich etwas ganz Besonderes für dich ausgedacht. Vielleicht ist das Protokoll 10. Der Ex-Bezirksstaatsanwalt sagte was für... Ach, was zum Teufel! Wir sehen uns bald, Benz. Hier ist es ja richtig gefährlich. Ist ja großartig. Erwartest du einen Kuss? Das war Joker. Du bist hier nicht sicher. Niemand ist das. Neun Leben schon vergessen? Ich muss herausfinden, wo die Kugel in den Gerichtssaal eingedrungen und eingeschlagen ist. So, scannen geht mit L. Mit L2 antippen. Achso, das ist scannen, okay. Da. Die Kugel ist hier eingeschlagen. Und wo kam sie in den Raum hinein? Da oben. Flugbahn der Kugel führt mich geradewegs zum Schützen. In einer Kirche oder Kathedrale. Oder was weiß ich. War ja wieder klar. Ich verstehe das noch mit diesen... Ich verstehe das nicht mit diesen... Oh, was ist das denn? Okay. In 10 Stunden wird Protokoll 10 angetastet, sage ich jetzt mal. Also startet das. Aber wieso kann ich diese komische Sicht benutzen? Ich meine, mit welcher Taste kann ich das machen? Das will ich gar nicht machen. Glaub schon, ich kann da drin jemanden hören.
Mann, lass die Tür zu. Hier spricht Air Tiger 3. Haben Sie Kontakt zu Batman? Erwarten Befehle. Ende. Batman, es ist Batman. Er ist schamlos. Weiterhin seine Aktionen im Auge behalten, aber nicht eingreifen. Mit Batman etwas ganz... Schon wieder! Bestätigt. Geh wieder in Patrouillenformation. Ende. Oh! Bam! Dreck! Wer lebt denn noch? Ach, der. Bam. So. Schade, dass ich noch keinen Stufenaufstieg habe. Dann kann man nämlich ganz, ganz coole Sachen machen. Oh, jetzt habe ich doch einen Stufenaufstieg. Select. Nice. Willkommen bei Wayne Tech. Ja, bla, bla. So, wir können nämlich Verbesserungen machen. Einmal kugelsichere Panzerung, Kampfpanzerung, Schockwellenangriff, bla, bla. Aber wir können auch im Kampf neue Sachen machen. Kritische Treffer, Spezial-Kombo-Bat-Schwarm. Nee, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. So viel gibt es eigentlich gar nicht. Schockwellenangriff, was macht der denn? Halten, herabstürzen während des Gleitens, Schockwellen nach der Landung. Naja, das merke ich mir sowieso nie. Also gehe ich jetzt einfach auf kritische Treffer. Kann man ja in denen da ganz gut ausprobieren. Zack. Wie hast du das gesagt, Kumpel? Du warst ganz alleine. So wie es ausschaut. So ab nach oben. Vor wen habe ich Angst? Vor dir? Ja, dann kommt mal her, Freunde. Kommt, ich brauche ein bisschen was zu spielen. Ich habe Dreieck eigentlich gedrückt, aber... Zack, ey, wie die alle platt machen. Ey, ich hab doch... Eingekontert habe ich doch. What the fuck? Was macht mein Controller? Guckt's euch an. Oh. Ey, ich verstehe das nicht. Mein Controller ist der beschissenste der Welt, glaube ich. Jetzt geht das gar nicht mehr weg. Kamera in Sektor 2 ausgefallen. Doch so, mit L2. Ich drücke L2 nicht mal. Ich komme nicht mal in die Nähe von dieser Taste, ja? Und der will mir jetzt echt weismachen, dass L2 die Taste ist. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Hebt der immer noch. Meine Fresse, ihr habt ja echt. Kommt der? Ja. Genau. Alter, was der für Kombos macht. Boah, eine 15er kritischer Treffer-Kombo. Ihr habt nichts. Nichts habt ihr und ihr könnt auch nichts. Keine Sorge, Alfred. Quinn war nie sonderlich klug. Ich schaff das. Harley Quinn ist auch hier. Alle sind hier. Wirklich alle. Ich glaube sogar noch, wie hieß der nochmal? Was mit B? Ich hab's vergessen. Ja, ich hab's vergessen. Und nein, ich meine nicht Batman. Weil den gibt's in dem Spiel nicht. Aber hier der andere mit B. Dieser große Muskelprotz mit den grünen Schläuchen. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Keinerlei Ahnung. Ah. Eine Nase. Lass die Dame los, Batfreak. Sonst kriegen die hier alle eine Kugel ab. Ich glaube, du solltest lieber tun, was er sagt. Wäre ein Jammer, wenn Blut auf meine neuen Klamotten spritzen würde. Was meinst du, Fledermaushirn? Ist das okay? Was rede ich da? Natürlich.
Natürlich ist es das. Egal. Die Sache ist die. Mr. J ist nicht in der Lage, Besuch zu empfangen. Er fühlt sich nicht so. Auch wenn er recht viel an sich rumfühlt. Aber das meinte ich nicht. Es geht ihm nicht gut und die bescheuerte Ärztin von hier konnte ihm auch nicht helfen. Ich glaube, selbst diese Penner sind klüger. Ich muss los, Jungs. Wenn er irgendwelche Spielchen versucht, tötet ihn! Ja. Wunderschön mit einem Küsschen. Es wäre Selbstmord, bewaffnete Schurken frontal anzugreifen. Ich muss verschwinden und sie leise nacheinander ausschalten. Keine Bewegung, Batman. Er ist weg! Verschwunden! Sie wissen nicht, wo ich bin. Scheiße. Gut, dabei soll es auch bleiben. Zeit, den Raum zu untersuchen und meine Taktik zu wählen. 4 Schurken, alle bewaffnet, 2 Geiseln. Das wird ein Kinderspiel. Wir müssen von hier verschwinden. Der wird das uns sagt er so mit dem Kinderspiel. Batman, kannst du mich hören? Wenn du herkommst, sterben diese Leute. Er hat eine Geisel. Ich könnte ungesehen auf das Gerüst über ihm gleiten und ihn von dort aus ausschalten. Na, vielleicht wird das ja doch ein Kinderspiel. Kannst du ihn sehen? Wo ist er? Ich weiß nicht, wo er steckt. Ich sehe ihn nicht. Der kann von überall kommen. Ruhig bleiben, Batman. Hörst du mich? Verschwinde von hier. Hau ab, sonst baller ich der Alten ein Loch in den Schädel. Krasse Scheiße, ey. Das wird gut. Warten Sie hier und seien Sie still. So einen so zu killen, das ist schon echt eine Kunst, ey. Und mir kann keiner sagen, dass man jetzt Batman nicht gesehen hat, ey. Wenn ich hinter die beiden komme, ohne dass sie Batman mich sehen, kann ich beide mit einer Bewegung ausschalten. Halt's Maul, sonst lege ich dich höchstpersönlich um. So, doppel ausschalten. Zack! Sie sind sicher. Ruhig bleiben. Was ist los? Antworte mir! Gott, er hat dich! Verdammt, er hat dich! Bleib weg, Batman! Bleib weg! Wo ist denn der Letzte? Warte mal, kann man noch scannen? Dieser Idiot glaubt, dass er im Beichtstuhl sicher ist. Dabei macht er es mir nur leichter, hinter ihn zu gelangen. So geht das doch. Alles in Ordnung. Der Raum ist gesichert. Geile Sache. Oh, was ist denn mit dem hier los? Yo, Batman, danke für die Hilfe. Der sah ja nicht so gerade sehr appetitlich aus. Na also, alle gerettet, alle sind happy, alles wunderbar. Retter! Wuhu! Wieso ist diese Frau hier? Wieso hat sie all das getan? Wieso will sie uns töten? Quinn interessiert sich nur für Jokers Wohlergehen. Sie ist gefährlich. Aha. Danke, Batman. Schon komisch. Ich hatte erwartet, dass uns die Leute hier dankbar sein würden. Ich habe mich wohl geirrt. Tja, finde heraus, von wo der Scharfschütze geschossen hat. Ja, wie soll ich denn das machen? Wo soll ich denn jetzt hier hin? Okay, hat das jeder verstanden? Verletzte behandeln, die bösen Jungs draußen halten. Wir sind ein Team. Soll ich das wieder nachscannen oder was? Oh, was ist denn da? Ups. Kann man hier rein? Oh ja, Tatsache. Ah ja, hier ist ein bisschen Klettern angesagt. So wie das aussieht. Ja, das ist nun kein Problem. Nicht mal für meinen Controller ist das ein Problem. Ich halte meine Klappe. Aber gut, Freunde. Ich würde jetzt mein Feedback da lassen zu Batman Arkham City. Und dann, ja, allgemein. Also hätte ich es mit dem PS4-Controller gespielt, dann wäre das auf jeden Fall ein bisschen anschaulicher geworden. Weil dieses komische... Diese Sicht... Diese Detektivsicht, die wäre einfach nicht so oft gekommen.
Und ich verstehe nicht, warum ich das nicht mit dem PS4-Controller spielen kann, anständig. Ich habe keine Ahnung. Eigentlich kann ich gar nicht damit spielen. Muss mal schauen, wie ich das ändern kann. Aber zum Spiel an sich, ich habe ja schon Ewigkeiten dieses Spiel gar nicht mehr angefasst. Und jetzt zu diesem Zweck habe ich es extra nochmal installiert, und um zu spielen. Und ich muss sagen, es hat wieder Bock gemacht. Es hat mir auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Obwohl ich jetzt den einen Punkt mit dieser Detektivsicht und mit diesem leise Ausschalten, das war nie wirklich so meins, ehrlich gesagt. Ich mochte es bei Batman halt immer mehr drauf zu kloppen, als da leise zu sein. Anders wie zum Beispiel bei einem Assassin's Creed, wo ich halt sehr gerne leise bin. Aber bei Batman ist das halt irgendwie nicht so mein Fall. Aber dennoch habe ich es auch geschafft, das durchzuspielen. Und es ist auf jeden Fall ein Durchspielen wert. Ja, es gibt auch Spiele, wo man sagt, spielt das lieber nicht durch, behaltet das so in Erinnerung. Wie zum Beispiel bei Shadow of Mordor. Aber da will ich jetzt nichts sagen. Ich habe das selbst nie gespielt, aber ich kenne halt das Ende. Und ja, bei Batman ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr krasses Ende. Also von daher, wenn ihr das Spiel habt und noch nicht durch habt und ihr euch vielleicht überlegt, ach, jetzt kommen so viele geile Spiele, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf PS3 oder auf PC, das nochmal anzupacken, packt es trotzdem an, wenn ihr es noch nicht durch habt natürlich. Aber ich glaube, so jeder, der dieses Spiel hat, wird es auch durchgespielt haben. Bin ich mal so der Überzeugung, weil die Kampagne eigentlich sehr, sehr gut ist. Aber gut, wie finde ich das Spiel an sich nochmal so vom Gameplay her? Eigentlich sehr cool, wenn mein Controller nicht wäre. Von daher, ja, Story ist cool, Gameplay ist cool, die Welt ist cool. Die Charaktere sind halt Batman-Charaktere, ist halt geil. Und dieses Spiel steht zur Let's Play-Auswahl. Ich weiß, es dauert Ewigkeiten, bis ich mit diesem Projekt fertig bin, mit diesem Gold Treasure-Format. Es dauert wirklich Ewigkeiten. Aber ich werde auf jeden Fall diese Punkte, sage ich jetzt mal, diese am Ende des Formates und dann da noch, ja, eine Woche drauf, werde ich mir die Kommentare anschauen und dann mal gucken, ja, wie es so ist. Mit den Let's Plays. Was ich nun davon Let's Play, weil ich werde natürlich nicht alles, wo ihr sagt, ja bitte, auch Let's Playen, das geht gar nicht, das wäre viel zu viel. So, die ersten drei Plätze werde ich auf jeden Fall machen, glaube ich. Und ich weiß, Batman hat es ganz schön schwer, weil wenn ich mir so mein Regal angucke, gibt es weitaus bessere Spiele als Batman. Das ist für mich auf jeden Fall logisch. Aber nichtsdestotrotz, man weiß ja nie, was ihr euch wünscht und vielleicht was die anderen von, also was ihr von meinen anderen Spielen haltet. Auf jeden Fall war es das jetzt mit Gold Treasure Part 6. Ihr kriegt heute ja noch ein Call of Duty Video, ein langes, also von daher, und kein Dead Ops 2, by the way. Dead Ops 2 gibt es dieses Mal nicht, dafür gibt es halt dieses Call of Duty Video, weil bei Dead Ops 2 werde ich mir noch was anderes überlegen, weil das ja doch schon recht eintönig wirkt. Aber ich werde es mir trotzdem nochmal anschauen natürlich, mal gucken, wie weit wir dann kommen. Gut, haut rein. Bis zum nächsten Gold Treasure Video am nächsten Sonntag. Wenn ich mir das jetzt hier so anschaue, was dann kommt. Ich freue mich drauf. Haut rein, bis zum nächsten Part und ciao.